Hallo, da bin ich mal wieder. Uwe, hi, seid gegrüßt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid alle gesund und munter. Freut euch wahrscheinlich schon auf den Sommerurlaub irgendwo, der eine oder andere. Ja, oder halt auf Wochenenden, verlängerte Wochenenden, Feiertage, die dazwischen sind, Brückentage. Noch auf ein paar Tage vielleicht im Wald irgendwie unterwegs. Wandern, Fahrradfahren, Mountainbiken, was auch immer. Hauptsache raus. Ja, Leute, mir geht's gut. Und ja, ich habe euch heute was mitgebracht, mir ebenfalls was mitgebracht. Ich war untermessert mal wieder und naja, gut, ich wurde rückfällig. Ja, ich habe euch heute ein Messer mitgebracht von der Firma Cold Steel. Da habe ich schon längere Zeit so drüber sinniert, soll ich nicht. Ich habe da einige Sachen zu gelesen. Stahl, ja, nein, Preis, hin und her und hin, wie das halt so ist, kennt ja jeder. Ja, und da habe ich mich dann halt jetzt doch zu entschlossen, dieses Messer zu kaufen. Das ist das Cold Steel Survivalist Drop Forged. Das bedeutet, aus einem Stück Stahl ist dieses ganze Messer gemacht mit zwei aufgesetzten Griffschalen aus G10. Das ist alles. So, das Messer hatte ich gekauft selber bei Milasport für 112,17 €. Im Moment ist es aber auch noch im Angebot bei der Firma Knives and Tools für 109,95 €. Ist auch vorrätig, also wer zugreifen will, der soll es. Ich kann das Messer nur empfehlen. Gut, ich habe mir das Messer gekauft vor 2 Wochen, hatte es einmal kurz ausprobiert, war begeistert und das möchte ich euch dementsprechend vorstellen, dieses Messer. So ein richtig Must-Have, sage ich mal. Ist natürlich, wie schon erahnen lässt, die Scheide nicht gerade 42A konform, also knapp drüber, würde ich sagen, so eine Handbreit. Aber immerhin, gut. Es soll vorgestellt werden und im Wald ist das ja sowieso egal. Ne? Wer natürlich auch berechtigtes Interesse hat dafür und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel alle. Ihr wisst alle, im Wald Feuerchen machen, irgendwie Lager machen, ist immer schon mehr als eine Grauzone. Muss man schon so sagen, ist immer sicherer und besser, wenn man da einen kennt, der einen kennt, wo man weiß, aha, man kann das da und da machen, in dem kleinen Waldgebiet oder größeren Waldgebiet. Oder halt auch auf solchen Campingplätzen, solche Waldcampingplätze, da war ich auch schon mal, ist auch ganz nett. Okay, gut, kommen wir zurück zum Messer, zu dem Ding der Begierde. Dieses Messer wird geliefert in dieser Scheide. Secure X Scheide, stabiles Gerät, komplett geschlossen. Kein Loch drin zu sehen, ein Minuspunkt schon mal für kein Loch. Aber das Messer ist umbaubar mit der Gürtelschlaufe, umbaubar von rechts auf links mit Hilfe dieser beiden Schrauben. Es ist auch noch eine Ecke tiefer anzusetzen, geht auch. Das heißt, das Messer oder die Messerscheide ist umbaubar für Rechts- und für Linkshänder. Deswegen konnte man sich vielleicht nicht entscheiden, wo man das Loch hin macht. Vorderseite, Rückseite, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ein Minuspunkt. Gut, der nächste Minuspunkt, darüber hatte ich auch schon was gelesen und das kann ich auch nur unterschreiben. Das Messer klappert in der Scheide. Generell ist das nicht so ein großes Problem, aber diese Kydex-Scheide ist natürlich, klar, ist es Kunststoff, der irgendwann mal nach raus, rein mit ein bisschen Dreck, sprich Schmutz, sprich Schmiergel irgendwo, Steinchen, irgendwelche Anteile, die sind da drin und dann ist das schon nicht mehr so lustig. Das bedeutet ja, die Schneide schlägt hier im vorderen Bereich, das ist auch eigentlich so der Hauptarbeitsbereich beim Hacken und Hauen. Und da kann es natürlich sein und wird auch so sein im Laufe der Zeit, dass das Messer da ein wenig stumpfer wird. Es ist jetzt nicht die Welt, aber ich wollte es erwähnt haben. Wer keinen Schleifstein hat, möge sich so ein DC3, DC4 holen. Ist immer gut, habe ich auch immer dabei. Klasse Ding. Hält ewig. Gut, das also zur Scheide. Mehrfach auch noch mit Ösen versehen und hier unten mit Schlaufen, um da eine Beinschlaufe dran zu machen irgendwo. Oder aber für Tip-Down zu tragen irgendwo geht das ebenfalls. Da kann ich ja auch das ganze Hintere vielleicht abmachen. Das brauche ich dann gar nicht, wenn ich sowieso irgendwo an den Schlaufen mit fest habe. Das Messer hält definitiv fest in der Scheide drin. Das Gute ist, das vordere Stückchen hier für den Daumen rechts bzw. links ist sehr einfach, das Messer damit mit dem Daumen herauszudrücken. Finde ich klasse. Da haben sie auch wirklich mitgedacht. Finde ich gut. Jetzt zu dem Messer. Wie ihr sehen könnt, ist dieses Messer
komplett aus einem Stück Stahl. Da ist also kein aufgesetztes Parierelement, Griffstück, irgendwo was, keine Ahnung. Es ist alles ein Stück. Diese Griffschalen aus G10, die sind hier nur reingelegt und verschraubt. Und die haben folgenden Grund. Es ist eigentlich war dieses Messer in der Version 1 ohne diese G10 Griffschalen. Es ist natürlich dann durch die Teflonbeschichtung hier drauf auch relativ flutschig, sag ich mal, und der Griff ist relativ schmal, um ihn vernünftig greifen zu können. Und da hat man halt in der zweiten Version praktisch diese erste Version, die ist komplett geblieben vom Griff her, nur nochmal diese G10 Griffschalen hier eingesetzt. Und die sind unwahrscheinlich rau. Das heißt also, kalte, nasse Finger mit oder ohne Handschuhen, überhaupt kein Problem. Das Messer geht einfach nicht aus der Hand heraus. Es ist sehr gut ausgewogen, das Messer. Grifflastig immer noch, obwohl die Klingenlänge spricht so für sich, ne? Aber es ist unwahrscheinlich führig, dieses Messer. In zwei Fingern gehalten kann man damit leichte Klopfarbeiten, leichte Schnitzarbeiten mit zwei Fingern machen. Unwahrscheinlich gut. Liegt gut in der Hand, sehr führig, dieses Messer. Kommen wir mal zu den Werten eben. Schönes Ding, ne? Ja, kommen wir zu den Werten. Das Messer hat eine generelle Länge komplett 330 mm. Das ist natürlich schon ein Hammer, ne? Die Klinge 205, also knapp mehr als 42a konform. So eine Handbreit drüber vielleicht, so circa. Wir haben eine Klingenhöhe von 40 mm. Eine Rückenstärke von beachtlichen 5,7 mm. Es ist ein kompletter Flachschliff, der hier oben von den 5,7 mit einem Winkel von circa 5 Grad runtergeht. Eine Schneidwarte unten von 1 mm übrig bleibt. Und dann halt die eigentliche Schneide, sprich der Schneidwinkel, sind 40 Grad. Das sind natürlich eigentlich Werte, 40 Grad, das ist jetzt nicht gerade sehr, sehr stumpf, das ist schon sehr spitz der Winkel für ein Messer dieser Größe und Art. Also man hat irgendwie versucht, durch Größe, Gewicht, Führigkeit, Ausgewogenheit ein Zwitter hinzukriegen, eine gelungene Mischung, will ich mal eher sagen, aus einem Schnitz, Hau, Arbeitsmesser, Survival-Messer halt und einem Hackmesser. Da hatte man irgendwie versucht, das so hinzukriegen und ich denke, das ist relativ gut gelungen. Die Beschichtung hier drauf, das ist so eine Art, so eine Teflon-Beschichtung, die verspricht, sehr haltbar zu sein, aber die ist jetzt nicht nur aus optischen Gründen da, von wegen Reflex und Kampfmesser und so weiter, sondern das ist eigentlich dem Stahl geschuldet. Der Stahl, das ist ein 52-100 Stahl nach dieser AISI-Norm oder auch SAE-Norm. Das ist dieser amerikanische oder American Iron and Steel Institute. Da kommt dieser AISI-Stahl und die Bezeichnung und die Klassifizierung 52-100. Der läuft bei uns unter der DIN-Norm, unter dem DIN-Stoff 1.20, also 1.20-57. Oder auch 105 Chrom 4 genannt. Also dieser Stahl ist nicht sehr häufig verwendet von Messerherstellern. Das ist ursprünglich ein Arbeitsstahl und auch Wälzlagerstahl. Und Wälzlager sind unwahrscheinlich hohen Drücken ausgesetzt. Also das muss schon wirklich guter Stoff sein. Und der wurde halt für Messer entdeckt. Und man hat herausgefunden, dass der halt für Messer auch unwahrscheinlich gut und unwahrscheinlich gut zu verarbeiten ist. relativ leichte Nachschärfbarkeit, obwohl wir hier in einer 60 plus Variante sind, sprich 60 plus bis 61 HRC, der ist sogar bis 66, dann wird er natürlich spröder, ist klar, und nicht mehr so richtig als gutes Messer zu verwenden, vielleicht für Beile möglich, aber okay. Also der kann bis 66 gehärtet werden. Der Unterschied ist, der Stoff selber, also der Werkstoff selber, bleibt immer der gleiche. Aber die Art und Weise Härten, sprich Vergütung und auch das Anlassverfahren, das ist halt der Unterschied zwischen einem relativ einfachen Arbeitsstahl oder Werkzeugstahl und einem Wälzlagerstahl oder Kugellagerstahl von mir aus auch. Also die Art und Weise ist da schon unterschiedlich, obwohl der Grundstoff eigentlich ja der gleiche ist, dieser 52-100.
Wir bewegen uns hier im Bereich von circa 1%, also 0,9 bis 1,1 Prozent an Chromanteil. Da wissen wir, unter 13 rostet, also das Ding rostet. Ganz klar. Es ist natürlich nicht so, dass er schon rostet, wenn man den anguckt, ist auch klar. Aber zwischendurch mal so ein Ölläppchen. Ich habe immer so ein altes Glas, da ist ein Lappen mit Ballistol benetzt. Und bei solchen Messern, da wird dann mal eben kurz, wenn die nach Hause kommen, dann werden die mal eben kurz damit abgeputzt, sauber gemacht. Und dann kommen die halt wieder in die Vitrine bis zum nächsten Einsatz. Nur so als Tipp. Okay, also Teflonbeschichtung, Stahl, den haben wir. Den gibt es halt wirklich nicht oft, da musste ich auch eine ganze Weile nachsuchen. Es gibt da so zwei Messer-Gurus, in Anführungsstrichen, amerikanischen, kommen so irgendwo aus dem Bereich von Arizona. Das ist einmal so ein Jerry Busse, heißt der Mensch, und ein Ed Fowler. Die bauen so Messer so ab 1500 Euro, so in der Low-Cost-Variante. Die nutzen dann diesen Stahl. Okay, Low-Cost, okay, das sind also mehr so, naja, gut, nicht so richtige Arbeits- und Nutzmesser. Also zumindest in meiner Preislage. Okay, also zum Preis nochmal zurück, 109,95 Euro bei Knives and Tools gesehen, heute Morgen noch, also das sollte ein Schnäppchen werden, denke ich. Ein richtiges Must-Have. Ja, also der Stahl, wie gesagt, dieser 1.2057 nach deutscher DIN-Norm, der verspricht eigentlich, der ist hart, 61 circa, also 60-61. Der ist aber auch relativ leicht nachschleifbar und soll zäh sein. Okay, dann werden wir das mal schauen, ob das dann wirklich so ist, gleich draußen, wenn wir ein bisschen batonieren, schnitzen und so weiter und so fort. Ja, 330 mm gesamt bei 404 Gramm. Das ist schon eine Ansage, ne? Und da liegt bei 400 Gramm super gut in der Hand. Da kann man gut mit arbeiten. Also ich würde sagen, tolles Ding, musste ich haben. Das eine Minus, das Klackern in der Scheide, fehlende Loch. An Plus, das hier, habe ich auch immer ganz gerne so als Thema, das Lanyard-Loch ist hier unwahrscheinlich fein, gut gemacht, schön entgratet. Das gefällt mir, unwahrscheinlich gradfrei. Da ist keine Kante, sonst irgendwas. Da wird das Lanyard 100 Jahre alt werden. Nochmal so die Form des Messers, gerade, kein Schnickschnack dran, kein Fingerchoil oder irgendetwas. Die Schneide fängt wirklich hinter dem Parierelement fängt die Schneide an. Hier ist natürlich eine kleine Schleifkerbe drin, die muss natürlich sein, sonst kann man es ja gar nicht richtig vernünftig nachschleifen. Also ich muss schon sagen, schönes Messer, sehr führig, toll. Preis, Leistung, bis jetzt kann ich nur sagen, einwandfrei. Und ja, ob es beim Batonieren und Schnitzen sich dann auch so gut hält, werden wir sehen. Und ja, dann werden wir mal sagen, gehen wir mal da draußen, testen wir mal Feuerstahl, das Übliche, und schauen mal, ob danach die Schärfe, die wir jetzt schon testen, ich habe, man glaubt es kaum, ein Papier bereit liegen. Das ist jetzt nicht nachgeschliffen, so ist es gekommen. Schön, oder? Für ein Messer dieser Machart als Bushcraft, als Survival, als Camp Knife, wie auch immer da so die Klassifizierung für den einen oder anderen ist. Ich finde, das Messer ist gut. Und dadurch, dass hier kein Fingerchoil, keine, ja ich sag mal so, verbratene Schneide ist, die fängt wirklich hier schon an, kann man mit dem Messer auch im Power Cut bzw. Reverse Cut kann man damit gut arbeiten. Das liegt sehr gut in der Hand. Auch beim Hacken und Hauen ist das Parierelement, das ja normalerweise im oberen Bereich nicht so sein sollte, um damit halt kleinere Schnitzarbeiten zu machen. Aber eigenartigerweise stört das gar nicht so stark. Man kann damit also auch so arbeiten, kleinere winzige Schnitzarbeiten machen oder auch so, das geht auch. Also vielleicht Geschmackssache, vielleicht willst du dann auch wegflexen, kann auch sein. Und da so ein bisschen Jimping reinflexen, kann auch sein. Alles möglich, alles gut, aber der Stahl an sich, 52-100 noch einmal, ist wirklich, ja gut, ich würde jetzt nicht sagen Geheimtipp, so geheim ist es nicht, aber
ist ein guter Stahl, ist ein ehrlicher Stahl und der Preis ebenfalls ist auch ehrlich. So, dann würde ich sagen, ab nach draußen testen. So, da sind wir. Dann werden wir mal schauen, was wir damit so alles reißen können. Ich werde erstmal batonieren, um zu schauen. Das geht natürlich mit dem Messer ganz einfach, logisch, durch die Größe, Gewicht, Stabilität, kein Thema. Aber es geht mir auch darum, um zu schauen, ob es dadurch irgendwelche Ausbrüche in der Klinge gibt, wenn ich durch einen Ast durchgehe. Hier ist ein Ast. Den drehen wir mal so rum, dass das Messer wirklich durch den Ast durch muss. Und dann werden wir schauen, ob es da Ausbrüche gibt. So, nehmen wir noch einen anderen Teil der Schneide. Klasse, geht. Wie Butter. Man merkt auch keine großartigen Vibrationen. Also ist natürlich klar, dass wir hier natürlich jetzt gewisse Macken hier auf der Beschichtung haben, nicht? Das ist klar. Ja, wie ihr seht, sind natürlich jetzt hier irgendwelche Schattierungen drauf. In der Beschichtung, aber gut, die Beschichtung ist ja nicht gemacht, um schön auszusehen. Die soll das Messer vor Oxidation, weil es ja eben rostet. 1% Chrom, wir erinnern uns. Jetzt wird gehackt, was das Zeug hält. Extra Äste hier. Seht mal, wie das durchzieht. Durch trockenes, hartes Holz mit Ästen drin. Wenn das nichts ist und das ist ganz trockenes Holz, an der Schneide ist nichts zu sehen, keine Ausbrüche. Gut, die wird wahrscheinlich ein bisschen, die Schärfe wird etwas gelitten haben, auf jeden Fall. Wäre ja auch eigenartig, das machen selbst hochvergütete 154 cm und wie auch immer Stähle, S30V. Was machen wir jetzt? Jetzt hacken wir noch ein bisschen. Macht nämlich Spaß, finde ich. Schön. Das geht gut. So, dann kleinere Schnitzarbeiten. Die können wir natürlich so machen. Und das ist das Gute, kein Fingerchoil, keine Ausbuchtung oder was auch immer. Ich kann wirklich direkt hinterm Parierelement mitarbeiten und dementsprechend richtig Druck aufbauen. Und damit auch ganz feine, schöne, kleine Löckchen machen. Schön, ha? Schöne Löckchen, das funktioniert. Jetzt stolper ich gleich noch. Ober ab. Mensch. Ups. So. So ist natürlich auch eine feine Variante. Um ganz feine kleine Spänchen zu machen. Sehr gefühlvoll kann man damit arbeiten, so. Geht natürlich auch mit kleineren Messern, aber naja. Schön. Wie immer, der Wind ist auf meiner Seite und arbeitet gegen mich eigentlich eher. So, wir können damit so sehr, sehr feine, ganz, ganz kleine Löckchen machen. Man muss natürlich da doch vorsichtig vorgehen, weil durch die Schärfe des Messers ist man schnell zu tief drin und dann werden natürlich auch dementsprechend die Locken viel zu dick.
So geht es besser. So, dann werden wir mal schauen, ob wir denn damit auch ein Feuerchen ankriegen. Ha? So, noch ein bisschen Brandbeschleuniger da drauf, ein wenig von dem Kienspan. So, hier kommt natürlich gerade wieder Wind auf. Irgendwie habe ich immer Glück. Zieht gute Funken. Der Rücken ist scharf genug dafür. Selbst mit wenig Druck, was da schon für Funken kommen. Klasse. Also, so rum. So rum auch. Ach so, kann man wirklich nicht anders sagen. Finde ich gut. Gut, gut. Also hacken und hauen ist, glaube ich, genau das, wofür das Messer da ist. Einfach nur klasse. Gucken wir, ob die Spitze hält. Hä? Schöner Klang. Also, in meinen Augen, klasse Ding, liegt sehr gut in der Hand, sehr führig. Für kleine Arbeiten genauso gut wie für große. Feuerstahl, kein Problem. Kleinere Schnitzarbeiten, hack und hauen, drehen, drillen, versuchen wir auch nochmal, wie das so geht. Alles rein. Also in meinen Augen ist das ein klasse Gerät. Da habe ich mich nicht mit verkauft. Und für den Preis von schlapp über 100 Euro, die werden garantiert in der nächsten Zeit noch billiger, teurer werden. Billiger. Billiger wird gar nichts mehr. 3% halt. Aber das Messer finde ich klasse. Ist ein schönes Ding. So, jetzt hole ich noch mal eben kurz ein Zettelchen. So, Survivalist Drop Forged. Aus einem Stück Senk geschmiedet. Wir schauen mal, ob das nach der Behandlung hier. Schaut mal. Egal wo, in welchem Bereich der Schneide, hinten oder vorne, spielt überhaupt keine. Wahnsinn. Schön. Also für das Messer zeige ich euch das noch mal im Nahbereich. Nicht sabbern, nicht sabbern, nur gucken. Survivalist Drop Forged. Wie gesagt, da habe ich schon längere Zeit mit geliebäugelt mit dem Gerät und war erst so ein bisschen skeptisch, weil für mich ist das immer so eine neuralgische Stelle zwischen Parierelement oder Griffstück, wie auch immer, und dem Stahl. Aber Cold Steel hat da wohl den Weg gefunden, den 52-100er Stahl so gut zu verarbeiten, weiter zu verarbeiten,
und dementsprechend dann auch danach zu schleifen. Auch gerade beim Schleifen ist es schnell passiert, wenn der Stahl schon fertig ist und er wird geschliffen, dann ist es schnell passiert, dass der danach eventuell durch das Schleifen zu heiß wird, sprich Kühlung beim Schleifen. Es sind viele, viele Faktoren, die beeinflussen können, ob ein Messer genauso wie das andere dann auch gleich verarbeitet wurden. Und Cold Steel hat da wohl einen Weg gefunden, das maschinell und automatisiert so laufen zu lassen, dass es da keine Probleme gibt und ein Messer wie das andere ist. Also das ist jetzt nicht ein Montags-, aber auch kein Dienstagsmesser, sage ich mal, sondern wirklich Standard. Sehr schöner Griff. Klasse. Gut, wir sehen natürlich jetzt auch, dass hier die Beschichtung gelitten hat, aber gut. Das lässt sich nun mal nicht vermeiden. Man kann es natürlich runterschleifen, ja, kann man, oder runterbrennen, wie auch immer, das geht. Sandstrahlen vielleicht, aber dann rostet es ja auch wieder wie der Teufel. Denn 1% Chrom ist nicht gerade viel. Das heißt also, es wird nicht schon durch Feuchtigkeit alleine, also durch feuchte Luft rosten, aber trotz alledem, ich sag mal so, das ist ein Gebrauchsmesser, das älteste Werkzeug des Menschen, und das sollte halt so aussehen. Und wenn es dann rostet, schöner Spruch, ein Messer, was rostet, wird nicht oft genug benutzt. Ist alles. Punkt. So, Leute, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Der Sommer kommt, der Urlaub ist in Planung. Ab raus und egal was, und wenn er mit dem Küchenmesser, wo ihr euch aus Pappe eine Holzscheide gebaut, so eine Scheide gebaut habt, egal, raus. Selbst ein Küchenmesser und ein altes Brotmesser ausgedient, mal kurz vielleicht den Wellenschliff weggeflext und alles ist gut, reicht. Für viele Sachen reicht es auf jeden Fall, aber so ein bisschen dem Hobby muss man ja auch frönen. Der eine oder andere gibt 200-300 € oder noch mehr aus für Rucksäcke und irgendwelche Täschchen und irgendwelche Schuhe und weiß nicht alles. Ist okay, klar, sicher ist das okay für denjenigen auf jeden Fall. Aber auch wer weniger Geld hat, der kann sich auch schon eine schöne Zeit machen. Wie gesagt, selbst mit einem Küchenmesser und einem Schlafsack und irgendwelchen alten BW-Klamotten, die man vielleicht auch für eine kleine Mark kauft oder noch hat. Man muss nicht unbedingt viel Geld ausgeben. Hauptsache ist, man ist draußen und genießt die Natur. Das ist das Schöne dabei. Und wenn man morgens aufwacht und hat dann schon mal den einen oder anderen Reh gesehen, oder nachts irgendwelche Geräusche von Wildschwein, so in der Abenddämmerung vielleicht. Ist schon was. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund und tapfer. Tschüss, schöne Zeit.